Hallo Leute und willkommen zu meinem neues und wahrscheinlich letztes Projekt für dieses Jahr. Assassin's Creed The Ezio Collection. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations. Und da werde ich Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations zocken. Ich werde auch die Assassin's Creed Emperors aufnehmen und Lineage auch. Zuerst fange ich mit Assassin's Creed 2 an. Ich werde nebenbei auch Lineage noch hochladen. Ich glaube sogar, das ist ja sogar die Reihenfolge, gell? Also erst das, dann das, dann das, dann das und dann das zum Abschluss. Ich muss ehrlich sagen, das kenne ich nicht. Das ist, glaube ich, Ezios Vater. Auf jeden Fall, das kenne ich nicht. Muss ich echt zugeben. Da habe ich keinen blassen Schimmer. Den Rest kenne ich. Also auch das, ja. Das kenne ich auch. Aber den Rest kenne ich nicht. Ich werde euch gleich sagen, Assassin's Creed 2 ist mein Lieblingsteil von allen Assassin's Creed Spielen. Also werde ich mich auf den Teil hier am meisten freuen. Brotherhood ist genauso geil. Revelation, muss ich ehrlich sagen, habe ich nie durchgezockt, weil mir Ezio ab dem Punkt echt auf den Sack ging. Beziehungsweise ich mag auch nicht das ganze Szenario. Ich finde es gut, wenn es in Italien ist. Wenn es in Italien ist. Da ist es ja leider nicht mehr der Fall. Und ich habe auch ein bisschen Problem mit Desmond seiner Story ab dem Punkt. Also Desmond geht mir hier richtig auf den Sack. Also hier juckt er mich gar nicht. So, und wir fangen jetzt auch an mit Assassin's Creed. Es wird ja auch wieder so sein, dass ich natürlich die Schnauze halte, wenn natürlich Cutscenes kommen, da werde ich die Schnauze halten. Auch wenn Dialoge mitten im Kampf kommen, werde ich still sein. Da werde ich zwar nicht das Mikro ausmachen, aber da werde ich still sein. Und ansonsten schwätze ich dann wieder nonstop, wie eh und je, wie ihr es kennt. Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, würde ich mich auf ein Abo freuen. Auf einen Kommentar, auf ein Gefällt mir und vielleicht folgt ihr mir auf Twitter und Facebook, ist auch in oder Instagram, habe ich auch alles in der Beschreibung. Ich habe natürlich auch einen Kauflink von Amazon hier unten in der Beschreibung über die Assassin's Creed Ezio Collection. Holt euch das Spiel, weil allein die Leute, die Assassin's Creed noch nicht gespielt haben, beziehungsweise nur die neueren Teile gespielt haben, aber die Teile nicht, ist ein guter Anfang, das nachzuholen. Und ja, wir fangen auch mit dem Namen Ryusuke an, wobei es da scheißegal ist, weil es eh Ezio ist. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles und das ist meine Geschichte. Und das war so ziemlich die Kurzfassung von Assassin's Creed 1, auch wenn man eigentlich jetzt gar nicht über IT erfahren hat. 22, 13. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Ihr merkt schon, ein bisschen besser sieht es schon aus, oder? Ja, ich mag die Kantenklettung. Ich meine, man darf nicht so viel erwarten, natürlich. Desmond? Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay.
Und hier fängt die Story von Ezio Auditore. Die Fienzre, glaube ich, was? Egal, ich freue mich auf jeden Fall auf die It's Me Mario-Szene. Die ist einfach geil. Aber die kommt erst viel später. Ich glaube, nicht mal in den ersten drei Parts wahrscheinlich. Je nachdem, wie lange ich sie mache. Ich bin eben überlegen, ob ich nicht die Parts ziemlich lang machen werde. Okay, den ersten definitiv nicht, aber den Rest. Spinge! Nochmal! Si, si, brava! Es ist ein Junge! Oh, Liebling, es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Psst, meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Da sind wir ja mal kurz in den Körper eines Babys reingegangen. Wie sich das wohl anfühlt, wahrscheinlich nicht so doll. Komm, ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Okay. Rennen. Ah, das ist okay. Und wir kommen hier wirklich raus? Ich muss mal die Trophäen nachher angucken. Echt abgefahrene Innenarchitekten. Oh. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole, Zwischenfall im Forschungstrakt. Glaswände. Schick. Da sind sie. Lasst sie nicht entkommen. Oh, da geht die ab. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass das so viel Blut schießt. Holy shit. Sieh dir das an. Sieh dir was an. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Ja, da hast du recht. Ich finde, es sieht gar nicht mal so schlimm aus, oder? Vorsicht. Klar. So hohe Erwartungen hatte ich eh nicht, aber es sieht eigentlich echt ganz gut aus, diese Remastered. Zudem, der SSG 2 ja der älteste von allen Teilen. Auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir, aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Oh, okay, sie möchte nicht gern kämpfen. Dann versuchen wir das mal einzuhalten. Ist das ein Animus? Ich würde die Klappe halten. Wie viele gibt's denn davon? Warte. Für was musste ich warten? Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond. Ja, ich wollte auch gerade sagen, halt doch die Schnauze, ihr seid beim Flüchten und ihr müsst leise entkommen. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Es ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Okay. Scheiße. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Ja, das Adlerauge. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi? Irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt.
Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo okay. Denn? Ah, da treffen wir auch den Arsch. Fällt mir ein. Oh, okay. Ich darf mal kämpfen. Das ist das gleiche, falls die Audio also nicht so perfekt ist zwischen Spiel und mir. Das ist nur im ersten Part dann. Ich werde das nachher korrigieren. Das Problem ist, ich konnte hier noch nicht kämpfen oder so, um irgendwie die Einstellungen zu ändern. Aber ich denke mal, da ja eh sehr viel Gelaber kommt noch in der Anfang an, ist es jetzt nicht so schlimm. Wird auf jeden Fall im nächsten Part nicht mehr sein. Auto. Rein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein. Nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein. Nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Oh, da läuft was, hä? So, jetzt lernen wir die Gruppe kennen. Du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Okay. Kann ich mich gleich reinsetzen? Nein, natürlich nicht. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek,
Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Habe ich nicht gesagt, dass er ein Arsch ist? Hallo, Desmond. Hau ab. Sag ich ja, er ist ein Arsch. Hey, also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Habe ich gesagt, habe ich nicht zu viel gesagt, was das ein Arschloch ist? Tut mir leid, Desmond, ich habe zu tun. Wir können ja, halt die Schnauze. Ist okay. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Okay. Dann fangen wir jetzt endlich mal an mit Ezio. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Schon. Naja. Und los. Okay. Ich werde gerade mit Trophäen hinterherge. Es kommt mir vor, ich glaube, das sind echt 1:1 dieselben Trophäen wie damals bei der PS3-Fassung. Das heißt, Brotherhood und Revelations werden eigentlich mal ziemlich attraktiv, weil es keine scheiß Online-Trophäen geben wird. Bin mal gespannt. Ah, ich freue mich schon so. Ich freue mich schon, das alles einzunehmen. Ich werde die ganze... ich freue mich einfach nur. Können manche gar nicht so verstehen, gell? Aber ich... Assassin's Creed 2 ist einfach krass geil. Ich liebe dieses Spiel. Und ich liebe die Story. Ich mag Ezio Auditore, ist einer meiner Lieblingscharakter. Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre. Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot. Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! So.
auf krass, los auf die krasse Patscherei. Und da hat er seine Narbe gleich hergekriegt. Okay. Und das Gameplay muss ich mich erstmal wieder eingewöhnen. Ist aber echt mehr Blut als damals, oder? Oder ist das... Oder... Kommt mir das nur so vor? Jetzt komm. Get down. Okay. Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Round 2. War das gerade einer meiner Kumpels? Ich weiß das gar nicht. Let's go, bitch, bam, bam, bam. Ich hau euch alle Winde weich. Hey, muckst du, hä? Hier, flieg runter. Brav. Hey, nö. Du haust auch ab. Und du haust auch ab, okay? Fliegt alle da runter. Ihr könnt ein bisschen mal duschen gehen, ihr stinkt. Oh, wow. Sieht der cool aus. Habt ihr den gesehen? Der hat einfach auf seinen Kopf gesprungen. Der ist hardcore. Ey. Okay. Irgendwie habe ich mehr erwartet von meinem großen Bruder. Aber naja. Jetzt komm. Oh, holy shit. Muck nicht. Ah, da kann ich die nicht runterwerfen. Zurück! Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Da blinden wir ein bisschen. Nur 9? Gott, du armes Schwein. Ah, der hat schon mehr Kohle. Und du? Ah, nicht schlecht. Ah, komm, jetzt hat doch mindestens einer mal einen 100er, oder? Ja, arm. Ey, ihr seid echt alles arme Schweine. Da ist es schon traurig, euch zu beklauen. 25 ist echt das Höchste. Ich brauche 200 für einen Arzt. Aber ich fand den Typ auf seinen Kopf so geil. Also der hat es echt drauf gehabt. Gleich habe ich es, denke ich. Sabine, so. Das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Okay. Aber wisst was, Leute? Das war's für den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.